guten Morgen, mein Name ist Bina aus dem Hardys Fürstenfeldbruck. Und wenn du möchtest, dann machen wir jetzt so 45 Minuten ungefähr Body Styling. Kurz und knackig. Das soll dich jetzt nicht abschrecken. Ja, ich versuche Modifikationen zu finden. Wenn du sagst, eine Übung kannst du nicht machen, dann können wir das ein bisschen einfacher gestalten. Du hast immer die Möglichkeit, es schwieriger zu gestalten. Und so findest du hier durch dein Training durch. Was du brauchst, ist eigentlich gar nicht viel. Eine Matte wäre super, wenn du hast. Wir können nachher auf dem Boden machen, ein bisschen was auf dem Boden. Wenn du nur ein Handtuch hast, tut es auch ein Handtuch. Ja, kein Problem. Hauptsache, du legst einigermaßen weich und du hast einen guten Stand, ja, dass du nicht wegrutscht. Und dann wollen wir gleich anfangen mit einem kleinen Warm-up. Und dafür darfst du mal einfach auf der Stelle marschieren. Zieh die Knie so ein bisschen hoch, dass deine Beine warm werden. Schwing die Arme mit. Und wir kommen in ein Step-Touch. Sieht so aus. Ein Schritt zur Seite. Und das andere Bein zieht nach. Na, immer die Arme weit zur Seite. Und wir schließen die Arme nach unten und nach oben. Einmal nach unten, einmal nach oben. Und zwischendrin gehen die Arme zur Seite. Und deine Arme sind gestreckt bis in deine Fingerspitzen hinein. Lässt die Arme weit. Step Touch bleibt erstmal. Und dann kannst du deine Arme anwinkeln. Gerne so ein bisschen anspannen. Und wir schließen nach vorne. Relativ dynamisch. Mit so ein bisschen Kraft. Deine Arme warm zu machen, deine Schultern warm zu machen. Und dann schließt du einmal nach vorne und schiebst einmal nach oben. Nach vorne, einmal nach oben. Nach vorne, nach oben. Wunderbar. Arme weg. Lass die Bewegung langsam so ein bisschen verklingen. Bleib dann in den weiten Stand stehen. Nochmals die Arme, Daumen nach hinten, Brust raus und dann mach dich einmal rund nach vorne und öffne nach oben. Stell dir mal vor, du umarmst einen großen Ball und du machst dich ganz rund in die Arme hinein, in den Rücken hinein. Und dann richtest du dich wieder auf. Immer nochmal. Und ein letztes Mal. Diesmal tippt nur ein Fuß ab. Du biegst den Oberkörper von Seite zu Seite. Deine Arme. Und erstmal gar nichts machen. Wenn du magst, schwing die Arme von Seite zu Seite einfach locker mit. Wenn das so ganz locker ist, merkst du, die Schultern können wieder so ein bisschen loslassen. Und dann bring einen Arm nach vorne. Ungefähr bis zur Mitte. Gestreckter Arm. Jetzt zur Seite durch. Das heißt, du musst ein bisschen schneller drehen. Kriegst den Oberkörper mit, kriegst die Schultern mit. Nochmal zur Mitte. Viermal zur Mitte. Und viermal zur Seite. Viermal zur Mitte. Kombination hast du. Geh mal zur Seite. In die Diagonale. Nach oben. Lange mit der Seite. Und dann mach das gleich mit beiden Armen. Gleichzeitig. Beide Arme schieben nach oben. Für 4, für 3, für 2. Armkreis vor dem Körper. Reisen wir mit beiden Armen gleichzeitig. Nimm die Arme zur Seite weg. Bisschen Beine. Bisschen Beine im Leckerl. Nimm das Bein nach hinten an. Nimm die Ferse zum Po. Einmal Double.
Dubbe? Yes? Noch eine Runde. Und dann lass uns das kombinieren. Du hast vier Singles. Und zwei Double. Nochmal, vier Singles. Vier, drei, zwei, die Double. Wunderbar. Und dann komm langsam hier wieder zur Ruhe. Ich muss meine Matte wieder richtig machen. Ja, wegrutscht. Gut. Du stehst relativ weit. Bring die Zehen nach außen. Die Knie sind leicht gebeugt. Und dann komm hier einmal zur einen Seite. Der Rücken ist gerade, Knie in Richtung Zehenspitzen. Wieder hoch und zur anderen Seite. Lass uns jetzt den Po so ein bisschen nach hinten ab, dass dein Knie wirklich nur bis zu deinen Zehenspitzen geht. Die Bewegung ist vielleicht nicht besonders groß. Und das Ganze ein bisschen dynamischer. Noch viermal. Noch dreimal. Noch für zwei. Und dann bleib mal hier auf der Seite. Bring die Hände in Richtung Boden und dreh zur Seite auf. Du kannst gerne das hintere Knie ablegen, aber lass den Fuß aufgestellt. Dein Knie ist über dem Knöchel. Jetzt muss ich mich mal wegdrehen von dir. Du drehst hier zur Seite auf, zu deinem aufgestellten Bein. Und dann bringst du den Ellenbogen in Richtung Boden. Ja, muss nicht ganz zum Boden sein. Und dann dreh dich wieder auf. Und bring den Ellenbogen Richtung Boden. Schöne Bewegung für deinen Rücken, für deine Wirbelsäule. Komm wieder nach oben hier. Atme ein, nimm die Arme lang nach oben. Atme aus, bring die Hände unter dem Oberschenkel zusammen. Nochmal. Ein nach oben. Aus nach unten. Ein nach oben. Aus nach unten. Wenn du mehr willst, heb das Knie vom Boden ab. Bisschen mehr Beinarbeit hier. Dann ist die Ferse gestreckt nach hinten, okay? Der nächste hält oben. Und du drehst wieder zurück zur Mitte. Andere Seite. Beginn wieder hier. Viermal noch. Dreimal noch. Zweimal. Und dann bleib mal hier. Und wieder dreh dich zur Seite auf. Lass deine Zehenspitzen Richtung Seite zeigen. Leg gerne erstmal das hintere Knie ab. Und gleiches Spiel. Ja, du drehst hier auf. Nimm gerne einen Blick zu deiner Hand. Und dann bring den Ellenbogen in Richtung Boden. Mehr oder weniger. Nochmal dreh auf. Spür einfach mal deinen Rücken hier. Ein bisschen warm werden darf. Bleib hier oben. Einmal unter deinem Oberschenkel durch. Deine dürfen dich berühren. Und dann komm wieder nach oben. Mach dich ganz lang nach oben. Bisschen dynamischer, wenn du möchtest. Und wenn du ein bisschen mehr möchtest, deine Beine ein bisschen mehr belasten möchtest, kommst du hier nach oben. Löst das hintere Knie vom Boden. Spür mal, ob das gut für dich ist. Und dann halte den nächsten oben. Dreh wieder zurück zur Mitte. Wunderbar. Arme weg, Beine ein bisschen enger zusammen. Locker die Beine gerne kurz aus, wenn du brauchst. Bein über zwei. Jetzt einmal nach hinten. Nicht direkt hinter den Fuß, sondern überkreuzt einmal. Das Ganze soll dann so aussehen. Hier tief und hoch. Und tief und hoch. Cross backs. Eine wunderschöne Übung. Wenn du die nicht gewohnt bist, denkst du vielleicht morgen an mich. Mehr oder minder positiv. Du hast hier ganz viele Möglichkeiten. Ja? Du kannst die Bewegung klein machen. Du kannst nur so leicht in die Beugung gehen, wenn du nicht so stark in deinen Beinen bist. Oder du kannst das Knie bis fast bis zum Boden bringen. Und so richtig schön wird diese Übung erst, wenn man die eine Weile macht. Du kannst, wenn du möchtest, noch einen Schritt weiter gehen. Und der sieht so aus. Bring eine Hand in Richtung Boden und die andere Hand streckst du nach hinten.
automatisch wirst du diese Bewegung in den Beinen größer machen. Lass uns noch 8-mal machen. Jede Seite 8-mal. Okay, Hälfte geschafft. Zwischendrin kannst du immer wieder ganz nach oben mit dem Oberkörper. Lass die Beine leicht gebeugt. Sehr schön, bleib hier. Und wenn du brauchst, locker deine Beine kurz aus. Und wir bleiben in einem Stand, gut hüftweit. Deine Hüfte ist hier, nicht da außen, die ist hier. Beine gut stabil aufgestellt, okay? Rechtes Bein. Geht einen Schritt zurück. Du drehst hier zur Seite. Du drehst wieder nach vorne. Du machst den Schritt nach vorne. Nochmal. Schritt zurück. Dreh über die Fersen zur Seite. Wieder nach vorne. Beine bleiben gebeugt. Schritt ran. Bleib gebeugt, ja? Gleiche Seite. Zur Seite. Knie nach außen. Und ran. So, der Vorteil ist, wenn du auf den Fersen drehst, die Zehenspitzen anhebst, gehen deine Knie eigentlich automatisch mit der Richtung mit deinen Füßen. Ja? Das heißt, du kannst dein Knie eigentlich fast nicht verdrehen. Auch hier hast du die Möglichkeit, natürlich super tief zu kommen und super tief zu bleiben. Und du hast die Möglichkeit, hier so langsam kontrolliert weiterzuarbeiten oder ein bisschen schneller mit mir. Auf 1, auf 2, auf 3, auf 4. Oder wenn du sogar noch mehr möchtest, schau mal, nimm dein Knie hier nach oben. Rück, seitz, vor und Knie hoch. Nur noch 4-mal. 3. Und ein letztes. Super. Guess what? Wir machen die andere Seite. Vielleicht merkst du jetzt den Oberschenkel hier. Das wäre fein. Anderes Bein. Schritt zurück. Dreh zur Seite. Knie nach außen. Wieder nach vorne. Erstmal der Schritt rein. Standbein. Ist leicht gebeugt. Und gib dir diese Stabilität, die du brauchst. Dieses Bein schiebst du fest in den Boden. Dein Oberkörper bleibt aufrecht. Deine Schultern gehen zurück. Bauchnabel zieht nach innen. Nur wie groß der Schritt sein darf. Für dich. Bewegt dieses Bein. Hier hast du eine Schiene nach hinten, dass deine Füße eigentlich immer hüftweit auseinander stehen und die Füße nicht direkt hintereinander stehen. Wenn du möchtest, ein bisschen schneller. Rück, seit, vor und ran. Oder gleich. Die große Variante hier mit einem angehobenen Knie. Noch ein bisschen mehr Stabilisationsarbeit. Wunderbar, machen wir das noch 2-mal, okay? 2-mal zusammen. Und ein letztes Mal. Und dann bleib. Ich komme wieder zurück auf meine Matte. Beine sind immer noch hüftweit. Und beug die Knie. Und jetzt nimm die Arme nach oben. Sodass deine Oberarme an den Ohren sind. Von der Seite sieht es ungefähr so aus. Und dann lehn den Oberkörper deutlich nach vorne. Zieh den Bauchnabel nach innen. Lass den Rücken lang. Und halte hier. Und dann ein bisschen aktive Arme. Du ziehst die Arme ran und schiebst weg. Zieh ran, schieb weg. Dann hat man wirklich das Gefühl, das ist so eine Bewegung von Ziehen und von Schieben. Spann die Muskeln ein bisschen mehr an, als du es vielleicht eigentlich müsstest. Und stell dir was Schweres vor, was du hier ranziehst und wieder kraftvoll von dir wegschiebst. Oberen Rücken, ein bisschen Schulter, ein bisschen Arme. Und das alles ohne Gewicht, ja? Super Sache. Halt noch ein bisschen durch. Und wenn du deine Arme langsam merkst, noch 4-mal. Noch 3-mal. Noch 2 und noch 1-mal
Wunderbar. Stell die Hände auf die Oberschenkel. Bring die Hände dann auf den Boden und steig mit beiden Beinen zurück in eine Plankenposition und senke gerne die Knie ab. Deine Füße bleiben aufgestellt. Ja? Es gibt nur so ein bisschen Spannung in die Beine. Hüfte ist unten, Bauch ist fest, Rücken ist lang und deine Arme schieben kräftig in den Boden. Das heißt, versuche nicht einzusinken hier in den Schultern, sondern dich kraftvoll rauszuschieben. Wenn du das Gefühl hast, du schiebst die Schulterblätter auseinander, ist das wunderbar. Und hier komm einmal auf die Ellenbogen und wieder auf die Hände. Nur das. Ellenbogen auf die Hände. Jawohl. Und wenn du jetzt immer mit rechts angefangen hast, darfst du gerne mal wechseln. Vielleicht mal mit links anfangen. Und gleiches Spiel. Ja, versuch diese Spannung zu halten. In deiner Mitte, in deinen Armen. Arbeite kraftvoll. Und wenn du sagst, du brauchst mehr, das lastet dich nicht aus, kannst du das gerne auf den Zehen machen, deine Knie lösen vom Boden. Sehr schön. Halt noch kurz durch. Und nächstes Mal, wenn du unten bist, auf den Ellenbogen, dann bleib hier. Setz kurz die Knie ab und setz dich gerne mal ganz kurz nach hinten ab. In eine Kindeshaltung. Ja, ich hebe jetzt nur den Kopf, damit ich besser reden kann. Gib deinen Arm eine kurze Pause. Die brauchen wir gleich nochmal. Wenn du mal auslockern willst, mach das gerne, ja? Nimm dir mal deine Pausen, wenn du brauchst. Dann starten wir in der gleichen Position. Fürchte ich. Auf den Ellenbogen. Knie. Oder wenn du möchtest, gleich auf den Zehen. Bauch fest, Rücken lang. Deine Knie, rechtes Knie zum Boden. Links tief, rechts hoch, links hoch. Tief, tief. Hoch und hoch. Okay, das ist der Rhythmus. Wenn du auf den Knien arbeiten möchtest, machst du diese Bewegung genau umgekehrt. Das heißt, du hebst ein Bein an, das zweite dazu und senkst dann wieder ab. Dann bist du ein bisschen länger am Boden als in der Luft, okay? Ist ein bisschen einfacher. Das sind deine zwei Möglichkeiten hier. Ich denke, das dürfte machbar sein. Bleib dabei. Bauchspannung, Rücken, Schultern, Arme. So, letzte Runde. Und dann dreh auf in einen Seitstütz. So, du lässt die Füße zur Seite fallen, hebst den Arm an. Hier ist dein Körper eine Linie. Du schiebst das Becken nach vorne, du hebst das Becken ein bisschen an und du hältst einfach nur hier. Gerne mit abgelegtem unteren Bein. Statisches Halten, du merkst hier unten, seitlicher Bauch, der arbeitet jetzt hier. Und er darf noch ein bisschen weiter arbeiten. Noch 4, 3, 2, 1. Kontrolliert kommst du zurück zur Mitte. Wieder in deine Variante, Knie oder Zeh. Los geht's. Tief, tief. Hoch, hoch. Oder wenn du auf den Knien arbeitest, andersrum. Zweite Runde. Okay, soweit so gut. Dann bleib nächstes Mal in der Position deiner Wahl und dreh wieder auf zur Seite. So, ich muss mich jetzt wieder von dir wegdrehen. Arm ganz nach oben. Wieder schieb das Becken ein bisschen nach vorne. Gib dein Becken ein bisschen an, dass du wirklich eine deutliche Spannung hier merkst an deiner unteren Seite. Und dann halte. Gerne das untere Bein abgelegt, wenn du brauchst. Und ganz kontrolliert drehst du langsam wieder zurück. Senkst die Knie zum Boden ab. Setz dich kurz auf, wenn du deine Arme auslockern willst. Mach das gerne. Nimm noch eine ganz tolle Bauchübung. Und ehe wir die machen, das geht wieder ein bisschen auf die Arme, würde ich gerne eine auch tolle Bauchübung in Rückenlage machen, um mal ganz kurz den Armen ein bisschen Pause zu geben. So. Dafür
du dich bitte auf dem Rücken ab? Deine Beine sind ein bisschen angewinkelt. Knie sind über der Hüfte. Arme sind locker an der Seite. Ein Bein. Streckst du nach vorne aus. Senkst es ab. Wieder ein bisschen nach oben. Und dann ziehst du das Bein wieder ran. Andere Seite. Du streckst das Bein weg. Du senkst das Bein ab. Bringst es wieder nach oben. Ziehst wieder ran. Okay, die Bauchspannung merkst du? Die musst du eigentlich immer halten. Und dann spür mal, wie weit du das Bein absenken kannst in Richtung Boden, ohne dass du die Stabilität in deinem Rücken verlierst. Ohne dass du die Erde und deine Schultern zum Boden verlierst. Und du sagst, okay, nice, aber fordert mich nicht so ganz krass. Beide gleichzeitig versuchen. Ist deutlich anspruchsvoller. Und dann deine Wahl. Ja, mach dann vielleicht die Bewegung ein bisschen kleiner oder bleib bei dieser Variante, die ich dir gerade eben gezeigt habe, mit diesem Single-Bein, ja, eine Seite nach der anderen zu machen. Ich sag dir, du hast in jedem Fall ein gutes Bauchtraining. Mach zweimal. Das heißt, einmal jede Seite oder zweimal beide. Wunderbar. Stell die Beine ab. Locker die Beine aus. Okay. Und dann dreh dich bitte nochmal um. Wie auch immer das aussehen mag. Deine Hände sind aufgestellt. Die sind direkt unter deinen Schultern. Und dann müsstest du eigentlich tatsächlich auf die Zehen kommen, ja? Mach den Körper nochmal ganz lang, deinen Rücken lang, schieb dich kraftvoll aus dem Boden raus. Jetzt schieben wir das ganze Gewicht zurück, beugen dabei die Beine und kommen relativ explosiv wieder nach vorne in den Plank. Ja, sieht so aus. Ich schieb hier zurück und komm wieder nach vorne. Schnell hier nach vorne quasi, wie so eine Feder, ja? Und der Clou in dem Ganzen ist, dass deine ganze Bauchmuskulatur, deine Rückenmuskulatur, eigentlich alles diese Bewegung abfangen muss. Ja, dass die hier nicht einfach weitergeht nach vorne, sondern wirklich in dieser Plankenposition stoppt. Und ich merke immer sehr schnell, das wird sehr, sehr schnell, sehr, sehr anstrengend. Deswegen mache ich das sehr gerne, weil man das nicht sehr lange machen muss, um einen schönen Effekt davon zu haben. Wenn du jetzt hier sagst, du möchtest ein bisschen mehr, schau mal, darfst du dich zurückschieben. Und wenn du nach vorne gehst, hebst du ein Bein vom Boden ab. Und dann das andere Bein. Und dabei bleibt deine Hüfte gerade, denn die Schultern bleiben gerade. Du musst das Bein gar nicht weit nach oben heben. Aber du merkst, viel, viel mehr Bauchspannung ist hier erforderlich. Lass uns noch einmal jede Seite machen, weil das so viel Spaß macht. Sehr gut. Setz die Knie zum Boden ab. Dreh dich bitte einmal in eine Seitlage. Bring den Ellenbogen unter die Schulter. Das untere Bein vielleicht erstmal angewinkelt. Hier noch einmal salutieren, ja? Dann heb das Becken an. Dann erstmal deine Ausgangsposition. Durch die dann ein bisschen nach vorne. Ein bisschen Po-Spannung dazu. Wenn du die Beine strecken willst, streck die Beine. Und dann bring den Ellenbogen gefühlt zum anderen Ellenbogen. Und dann komm wieder nach oben. Ja, den Ellenbogen wird den anderen wahrscheinlich nie berühren. Das ist auch völlig in Ordnung. Einfach nur mal, um dir so eine Richtung vorzugeben. Wie groß diese Bewegung dann bei dir ist, ja, ist eigentlich egal. Sobald du anfängst, deinen Oberkörper zu bewegen, ist hier viel mehr Spannung drin. Wenn du das ausprobieren willst auf den Füßen, mach das gerne. Also mal ganz bewusst wirklich dein Bewegungsende hier zu finden. Ja, wie weit geht es hier runter?
Dann richtest du dich wieder ganz auf. Dass du gehst mit jeder Bewegung wirklich den ganzen Weg. Noch einmal. Eine letzte Wiederholung. Wisst ihr, meine Arme zittert schon. Gut, einmal bitte ablegen in die Seitlage. Du kannst den Kopf gerne hinlegen. Ich mache das nicht, damit ich hier besser reden kann. Dein Körper ist eine Linie. Wir haben Side Leg Raises. Das sieht so aus. Du hebst dein Bein und senkst es wieder ab. Ob du das schnell machen möchtest, ob du das langsam machen möchtest, möchte ich hier mal ganz dir überlassen. In jedem Fall, auch wenn dein Bauch gerade gefühlt nichts zu tun hat, jetzt hier die Bauchkappe nach innen und versuch Spannung auf dein Bein zu bringen, indem du die Ferse so ein bisschen über deine Zehen bringst. Und das Gefühl hast, du schiebst die Ferse weg von dir. Dann ist das Bein schon mal angespannt. Und dann kommt erst die Bewegung. Und du siehst, ich bringe mein Bein gar nicht so wahnsinnig hoch. Ja, vielleicht bist du eine von denen, die ihr Bein bis ganz nach oben bringen. Das ist wunderbar, mach das gerne. Und dann kommt es bei dir drauf an, wo so deine kürzeste Stelle ist oder deine schwächste Stelle ist. Na, eigentlich trainieren wir hier die Seite von deinem Bein, die Außenseite. Kann aber auch sein, dass du hier die Seite merkst. Ja? Die arbeitet so ein bisschen mit. Wenn du die zuerst merkst, ist völlig in Ordnung. Alles richtig. So, ich merke langsam mein Bein. Ich gehe noch ein paar Wiederholungen, aber nicht mehr viele bei mir. Haben wir so Beinaußenseite gemacht. Dann machen wir auch noch die Beininnenseite, oder? Meine Beine von allen Richtungen, in alle Richtungen. Und dafür dass das obere Bein einmal hinten aufstellen, sodass das Knie ungefähr nach oben zeigt. Und dann hebt das untere Bein an. Von der Bewegung her recht ähnlich. Auch vom Prinzip her recht ähnlich. Ja, du schiebst die Ferse nach hinten, bringst Spannung auf dein Bein in den Zehen. Ich weiß nicht, ob du das gut sehen kannst bei mir. Die Zehen sind leicht nach unten Richtung Boden gedreht. Und dann dürftest du relativ deutlich merken hier deine Beininnenseite. Und deine Körpermitte arbeitet mit, ganz automatisch. Zum angenehmer Nebeneffekt. Also Beininnenseite ist sowas, was man vielleicht nicht besonders oft trainiert. Dürftest du relativ schnell spüren. Kämpfen wir uns durch viermal, durch dreimal, nicht meine Lieblingsübung, zweimal, letztes. Gut, wunderbar. Andere Seite, bitte einmal umdrehen. So, jetzt weißt du schon, was kommt, ne? Jetzt kannst du dich drauf einstellen. Wir haben angefangen mit dem Seitstütz, ne? Unteres Bein gerne erstmal angewinkelt. Ellenbogen, Schulter, eine Linie. Und dann schieb dich hier nach oben. Bisschen Po-Spannung. Bisschen hier anheben. Yes. Einmal bitte salutieren. Ellenbogen Richtung Ellenbogen. Und dann roll wieder nach oben auf. So, dass dein Ellenbogen dann wieder nach oben schaut. Eine schöne, weiche Rotation raus. Und jederzeit, wenn du sagst, das probiere ich gerne auf den Füßen, ja, versuche ich mal mitzumachen. Um mich zu ermutigen. Aber ich finde, es ist auf den Füßen tatsächlich nicht viel schwieriger als auf den Knien. Ja? Also versuch das gerne mal. Always challenge yourself. Zweimal. Und eine letzte. Ah, sehr schön. Einmal ablegen in die Seitlage. Ah, ich möchte meinen Kopf wieder ein bisschen abstützen. Du kannst dich gerne flach hinlegen. Das ist immer ein bisschen schöner für deinen Nackenbereich. Side Leg Raises. And again. Ja, wie hoch dein Bein jetzt kommt, ist vielleicht gar nicht so wichtig.
Wichtig ist, dass du immer diese Spannung auf deinen Beinen spürst. Immer das Gefühl, du schiebst die Ferse weg von dir. Und auch ohne dein Bein dann zu bewegen, wirst du da viel Spannung merken und das wird auch dann irgendwann anstrengend. Und dann bewegen wir das Bein noch zusätzlich. Zehen nach unten gedreht. Schon dabei sind, ja? Wenn wir schon dabei sind, dann ziehen wir es auch durch. Und noch drei, noch zwei und direkt Beininnenseite. Ohne Pause. Pausen brauchen wir nicht. Wieder dreh die Zehen ein bisschen nach unten in Richtung Boden. Stelle dein hinteres Bein stabil auf und ich stütze mich hier immer so ein bisschen mit meinen Fingerspitzen zumindest ab nach vorne, dass ich nicht zur Seite rolle. Und gut konzentriert hier in meine Innenseite von dem Oberschenkel arbeiten kann. Und noch acht. Noch sieben. Ist immer leichter, ne, wenn man so einen kleinen Countdown hat. Dann den letzten vier. Und die letzten drei schaffen wir auch noch und die letzten zwei sowieso und den allerletzten, der ist easy, ne? Wunderbar. Wo wir schon dabei sind, Beine zu bearbeiten, würde ich dich bitten, einmal nochmal in den Vierfüßlerstand zu kommen. Beinrückseite, auch immer eine gute Sache, in Kombination mit Po, das gehört immer so ein bisschen zusammen. Komm gerne auf die Ellenbogen runter, du kannst auch gerne auf den Händen stehen bleiben, je nachdem, was dir lieber ist. Wenn du sagst, die Handgelenke sind schon ein bisschen belastet, komm gerne runter auf die Ellenbogen. Zieh den Bauchnabel nach innen, streck ein Bein deiner Wahl nach hinten aus und dann darfst du das Bein anwinkeln, sodass die Ferse nach oben zeigt. Und dann bewegst du das Bein nach unten und schiebst nach oben. Bis kurz vor Boden und dann schiebst nach oben. Du kannst dir so weit nach oben schieben, wie es dir möglich ist. Von deiner Beweglichkeit her. Ein guter Indikator ist immer, zieh den Bauchnabel nach innen. Ja? Wenn du das machst, stabilisierst du hier deine Mitte hier unten. Und dann kannst du eigentlich fast nicht in ein Hohlkreuz fallen, was wir ja noch vermeiden wollen. Ja? Wir starten hier erstmal langsam mit einem ganz großen Bewegungsumfang. Da haben wir dann die Beinrückseite auch dabei. Bleib oben für so kurze kleine Bewegungen. Wenige Zentimeter, hoch und tief. Jetzt bleiben wir wirklich hier oben. Nehmen so ein bisschen die Oberschenkelrückseite raus. Arbeiten viel mehr in den Po-Muskel hinein. Das ist das, was man relativ schnell merkt. Acht, sieben. Und wir gehen nochmal den ganzen Weg. Und zwar überkreuzt du hier einmal nach hinten. Und schiebst dann erst nach oben. Du überkreuzt einmal auf deinem Unterschenkel. Okay? So ein bisschen zur Seite. Dann gehen wir wieder so ein bisschen in die Innenseite vom Oberschenkel rein. Ein bisschen anderer Winkel. Und dann haben wir eigentlich alle Seiten gemacht, die deine Beine so zu bieten haben. Wie geht's dir? Alles fest? Wir machen die andere Seite. Wir machen jetzt gleich die andere Seite. Wenn die sich ein bisschen schwieriger anfühlt, liegt es daran, dass die Seite, die wir gerade bearbeitet haben, das stabilisieren muss. Und das ist natürlich ein bisschen anstrengender. Nochmal zwei Wiederholungen weniger, okay? Nochmal winkel dein Bein an. Ferse schiebt kraftvoll nach oben. Ich glaube, ich muss mein Knie abstützen. Ja? Das kannst du gerne auch machen, wenn du ein bisschen Knieprobleme hast. Und dann fangen wir an mit dem ganzen Weg hier nach unten. Und du schiebst nach oben. Bauchnabel leicht zur Wirbelsäule gezogen. Dann geh mal daran, deine Mitte zu stabilisieren. Fang wieder erst relativ kontrolliert an. Genieß jeden Zentimeter. She calls out to the man on the street.
Du bist kurz verboten, vielleicht nicht ganz abstellen. Noch zweimal diesen ganz langen Weg. Das nächste Mal bleib oben für diese kurzen Kleinen. Die darfst du relativ schnell merken. Ich kann dir sagen, ich merke es jetzt schon. Ist das nicht schön? Du musst dir mal vorstellen, der Moment, wo du deinen Muskel spürst, ja, das ist der Moment, wo du ein bisschen weiterarbeiten solltest. Denn da geht es so richtig los mit deinem Training erst. Ja. Alles, was vorher ist, ist nur Vorbereitung. Noch 4, 3, 2, großer langer Weg, einmal überkreuzen und dann schiebst du hier schräg nach oben. Und dieses Überkreuzen muss nicht weit sein, es reicht schon, wenn du einmal so kurz dein Bein abtappst. Ich schaffe, glaube ich, noch 2. Dann ist bei mir erst ein Ende Gelände. Gut. So, hier Matte wieder in Knoten. Und dann setz dich bitte einmal hin. Deine Füße sind vor dir. Ja, welchen Winkel du jetzt hier bist, überlasse ich erstmal dir. Halte dich gerne erstmal an deinem Oberschenkel fest. Dann rollst du ein bisschen nach hinten mit geradem Rücken. Spür mal, wo ist diese Stelle, wo du vielleicht rund wirst. Und dann löst die Hände. Wir gehen hier aufeinander. Russian Twist. Ah, dir das was sagt? Du bewegst hier nur den Oberkörper, so ab der Oberkörpermitte ungefähr. Von Seite zu Seite. Arbeitest sowohl in die geraden Bauchmuskeln hier rein, als auch hier seitlich. Dein Indikator ist immer gerade Rücken, ja, dass du jetzt hier ein bisschen weiter oben arbeitest oder du wirklich bis ganz nach unten kommst. Das hängt halt von dir ab, wie weit du das stabilisieren kannst. Eine andere Möglichkeit wäre noch, hier die Beine anzuheben. Ja, da wird es bei mir schon echt wackelig und ich merke, das kann ich nicht so gut stabilisieren. Deswegen bleibe ich lieber in so einer Variante, wo ich die Beine aufgestellt lasse. Da darf man auch wirklich ehrlich zu sich sein, ja. Wenn du merkst, du bist da wackelig, dann stell lieber die Beine auf, mach die Bewegung lieber ein bisschen kleiner und du wirst mehr davon haben, ja. Von Seite zu Seite. Wenn du jetzt deinen Oberschenkel als allererstes merkst, liegt das vielleicht daran, dass wir vorhin schon so viele Beine gemacht haben. Das kann schon sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich glaube, mit deinem Bauch arbeitet trotzdem mit. Mal noch 4-mal jede Seite. Noch 3-mal jede Seite. Nur noch 2-mal jede Seite. Und noch 1-mal. Und good news, du darfst dich hinlegen. Knoten hier. Nochmals bitte in die Rückenlage. Deine Arme erstmal weit zur Seite. So neu richten, Arme weit zur Seite. Dann bring nochmal deine Beine hier nach oben. In diese Tabletop-Position. Und senk die Beine zur einen Seite ab. Zieh wieder zurück zur Mitte. Senk zur anderen Seite ab. Und wieder zurück zur Mitte. Ja? Erstmal nur das. Spür mal, wie weit sind deine Schultern auf dem Boden. Du kannst vom Gefühl her auch deine Hand drücken und deine Schultern in den Boden drücken. Gib dir so ein bisschen zusätzliche Stabilität. Spür mal, wie weit du deine Knie zum Boden bringst, ohne diese Erdung zu verlieren. Mach mal ein bisschen was anderes. Du bringst die Beine zur Seite, dann streckst du die Beine einmal aus, dann winkelst wieder an, bringst die Beine zurück zur Mitte und jetzt zur anderen Seite. Zur Seite. Hier darfst du sie einmal strecken, anwinkeln und zurück zur Mitte. Und mir ist vielleicht der Moment, wo du streckst. Oder wird es vielleicht instabil, ja? Dann musst du die Beine vielleicht ein bisschen weiter nach oben nehmen. Mach das, ja? Mach das, ehe du hier umfällst. Und
Oh, machen wir noch ein paar. Wenn du schon öfters bei mir mitgemacht hast, wirst du merken, das ist immer eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mache. Einfach weil es wahnsinnig viele Muskeln in deiner Mitte anspricht. Mach die gerne in allen möglichen Variationen, das ist halt eine davon. Zur anderen Seite. Arme in die Streckung. Arme wieder beugen. Zurück zur Mitte. Dann stell die Beine ab. Kannst gerne ein bisschen auslockern, wenn du möchtest. Bei mir macht sich immer der Hüftbeuger, das ist der Muskel, der über die Hüfte hier geht. Der macht sich dann noch ein bisschen bemerkbar, deswegen muss ich mal mit meinen Beinen wackeln. Das darfst du gerne mitmachen oder kurz warten, bis ich hier fertig bin mit Wackeln. Gut, deine Füße sind aufgestellt. Dann nimm die Hände an die Schläfen für normale Crunches. Dann gehst du einfach hoch und tief. Hoch und tief. Ganz, ganz basic, ja? Dann löst die Schultern. Kannst den Kopf so ein bisschen in deine Hände ablegen, ohne aber jetzt am Kopf zu reißen. Du musst hier keine Bewegung in deinem Nacken haben. Du willst wirklich die Bewegung hier aus deiner Bauchmuskulatur haben. Noch viermal. Dreimal. Noch zweimal. Okay, wir gehen eine Etage nach oben. Du lass die Beine wieder anwinkeln. Jetzt zieh die Hände, Handflächen nach oben, Fingerspitzen voran, an deinem Oberschenkel vorbei. Crunch wieder hoch. Und tief. Und hoch. Und tief. Im Grunde genommen fast die gleiche Bewegung, ja? Vielleicht merkst du aber doch einen Unterschied, dadurch, dass du deine Beine noch halten musst. Viermal. Noch dreimal. Okay, wir gehen nochmal eine Etage nach oben. Das heißt, du bringst deine Beine nach oben. Ziehst gerne die Zehen an. Wenn dir das nicht möglich ist, hier so, weil du merkst, es ist irgendwie alles zu fest hier, ja, kannst du die Beine auch leicht gebeugt lassen. Und du ziehst die Fingerspitzen Richtung Zehenspitzen. Let's go. Crunch up and down. Hoch. Wenn du bis zu den Zehen kommst, hast du gewonnen. Ich komme da gar nicht hin. Aber man braucht ja immer so ein Ziel vor Augen, ja? Irgendwas, worauf man so hinarbeitet. Aber noch achtmal. Deine letzten vier. Deine letzten drei. Okay, dann darfst du dich einmal ablegen. Greif ein Bein. Irgendwo in der Rückseite. Vielleicht kommst du bis zur Wade, vielleicht kommst du bis zu einem Knöchel, ja? Wo auch immer. Völlig irrelevant. Dann ziehst du das Bein mit so einem leichten Zug zu dir ran. Schau, dass das Bein gestreckt ist. Dass du eine schöne Dehnung in deiner Rückseite hast. Wenn du das andere Bein ausstrecken möchtest, mach das gerne. Dann lass uns das Bein wechseln. Alles so ein bisschen in die Länge ziehen, was jetzt vielleicht ein bisschen fest ist, sich ein bisschen kurz anfühlt. Beide dein Bein gleich in der Hand, ein bisschen Schwung. Wir rollen nach oben auf. Gut, komm einmal bitte nach oben. Mach dich einmal ganz lang. Greif nach oben. Mach dich ganz lang über die Seite. Weit auseinander. Einen Arm vor dich, dreh ein bisschen die Schultern, du kannst die Hüfte hier so ein bisschen hier gegendrehen. Und lass uns die andere Seite besuchen. Locker die Arme aus, locker die Beine aus. Wenn du es bis hierher geschafft hast, super coole Sache, freut mich sehr. Vielleicht sehen wir uns mal im Hardys in Fürstenfeldbruck. Mein Name ist Wabina. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Danke fürs Mitmachen.